Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen Konsumenterfacker, zu einem neuen Meinungsvideo, und zwar zu Insidious The Red Door. Zu Deutsch, ich hab extra nachgeguckt, Insidious heißt heimtückisch. Also heimtückisch, die heimtückische rote Tür. So könnte man das übersetzen. Nun ja, der Film ist am 6.7. erschienen, also am Donnerstag. Er geht 107 Minuten, also eine Stunde 47. Ist ab 16 freigegeben. Und ja, ich habe den mir gestern angeguckt. Heute ist ja schon Sonntag. Gestern angeguckt mit Frando. Und nun könnt ihr meine Meinung hören. Ich fand den Film nicht schlecht. Ich will jetzt gar nicht so groß von der Story verraten, weil wenn ihr euch die Filme angeguckt habt, beziehungsweise noch nicht angeguckt habt, dann spoilere ich euch und ich hasse Spoiler. Friendo meinte auch, komm, gucken wir uns vorher ein Video, eine Kritik an. Ich so, ich gucke keine Kritik von einem Film vorher oder halt die Trailers vorher, weil ich das nicht mag. Nun ja, das ist ja der erste Film von... Also von den Insidious, von den Insidious-Reihe von Patrick Wilson, also er hat Regie geführt, James Wan und Leif Whale? Keine Ahnung, ich guck nochmal. Leif Whale? Die haben ja, die waren ja für die Produktion zuständig, beziehungsweise, ja, ich habe ja schon bei anderen Videos gesagt, was ein Produzent ist. Und ja, wenn ihr euch die Filme angeguckt habt, dann geht der Film eigentlich direkt weiter, allerdings etwas bisschen noch weiter in der Zukunft von dem zweiten Teil. Bei den Insidious-Reihe ist ja eigentlich, das kann ich euch sagen, und zwar Insidious 3, Insidious Chapter 3 ist der Ursprungsfilm. Insidious Chapter 4, The Last Key, ist der zweite Film eigentlich. Und dann fangen wir mit Insidious 1 an und mit Insidious Chapter 2. Also Insidious Chapter 3, 4, das von 2010, also das ist der erste, und Chapter 2. Ich habe sogar bei der Credits nachgeguckt, also Insidious 1 ist von 2010 und da war ich ein bisschen baff. Ich dachte, ich habe die mir, dass sie ein bisschen jünger wären. Ich habe mir die Filme auch vorher angeguckt und den ersten Film, irgendwie habe ich Zeit, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir die Filme vorher angeguckt und das Ende vom ersten Film hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Und beim zweiten Teil, den zweiten Teil verwechsel ich meistens immer mit einem Conjuring-Film. Ich weiß jetzt nicht welchen, ich glaube das war der erste. Ja, das war der erste. Ich weiß nicht, warum ich die verwechsel, allerdings immer bei einer Szene von den Insidious Chapter 2 dachte ich mir so, das kommt bestimmt bei Conjuring vor, die Heimsuchung. Und ich so, nein, das kommt nicht vor. Ach, noch interessant zu wissen, im Deutschen heißt Chapter 3, wie alles begann. Also, die deutschen Titel sind ja eh meistens mehr ausgeschmückt als die englischen. Und was ich euch sagen kann zu Insidious Chapter 5, also Insidious The Red Door, kann ich euch natürlich das Positive sagen und das Negative. Das Positive, was ich euch sagen kann, die Geschichte ist gut erzählt, also, wie hieß er nochmal im Film? Josh. Also Patrick Wilson hat das wirklich, hat den Film wirklich gut gemacht. Und man hat, ja, die Jumps, zu den Jumpscares sage ich später noch was. Und an sich finde ich den Film gut gelungen. Mir hat da irgendetwas gefehlt, nur ich weiß leider nicht, was mir gefehlt hat. Während des Films dachte ich mir so, irgendwas hat mir gefehlt. Zu den Schreckmomenten kann ich sagen, ja, die Schreckmomente sind gut. Hinter uns war eine Teenagerin, 17, 18 ist ja schon mal ein Erwachsener. Die hat laut geschrien und bei den ersten Jumpscares
bin ich da total aufgeschreckt, weil die hinter mir geschrien hat und ich bin gar nicht darauf vorbereitet gewesen. Und der Friend meinte so, ja, okay, gut, also nach dem Kino, dann wusste ich schon, ja, okay, die hinter mir schreit, dann wusste ich direkt Bescheid und er hat das mehr so, ja, ich und er waren eigentlich mehr im Film, waren im Film drin und haben uns voll auf den Film konzentriert. Wir haben auch wenig gesprochen, das habe ich mit anderen Friends mehr. Ja. Und was kann ich noch sagen? Der Soundtrack ist ja super, ist natürlich typisch Insidious-Style mit den Geigen und Violinen und auch mit den elektronischen, die praktischen Effekte, die fand ich echt nicht schlecht. Ich habe das ja schon bei Evil Dead Rise sehr gut gelobt. Also sehr hervorragend haben die das gemacht und ich war baff. Und ich glaube, bei Insidious The Red Door gibt es einige CGI-Effekte, allerdings nicht so großartige CGI-Effekte. Also so ein paar, ich glaube ein oder zwei. Falls da noch mehr sind, dann tut es mir leid. Dann habe ich nicht genug darauf geachtet. Ich schaue auch mehr, was dort passiert. Und ich glaube, wie hat das David nochmal genannt? David Lean nochmal genannt? Bei Ant-Man Quantinium. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Den wollte ich mit einem anderen Friendo angucken. Und ja, Story war gut, Soundtrack war gut, die Charakterentwicklung war auch gut. Und es soll ja der letzte Insidious-Film sein, also der letzte, also insgesamt fünf Filme. Ne? Und ich bin gespannt, ob das so bleibt bei When Hell? Ich vergesse immer, wie der heißt. When Hell, ja, genau. Der wollte eigentlich nicht mitmachen, hat er auch nicht mitgemacht, sondern er war mehr der Producer und er hat gesagt, so wie John Carpenter, falls ihr die Halloween-Filme kennt, und zwar hat er gesagt, mit den vier Filmen war das eigentlich alles abgeschlossen. Ne? Und ich glaube, Insidious The Last Kay hat irgendwas über 170 Millionen Dollar eingespült und ja, da kann man lange, nicht lange warten, dass also eine weitere Produktion gibt. Ich habe auch gelesen, dass die Produktion eigentlich fast genau zeitgleich nach dem Ende von The Last Kay, also nachdem der Film gestartet ist, ne? In die Startlöcher waren. Ja, und was ich auf jeden Fall noch gut fand, ja, die Charakter fand ich gut, die zwei neuen Charakter. Und es spielt sogar der Junge, also der junge Schauspieler Dorton. Ja, fuck, jetzt hab ich's verraten. Der spielt auf jeden Fall mit. Allerdings, wenn ihr euch die Trailers angeguckt habt, ich hoffe, ihr habt die Trailers angeguckt, die welche das jetzt schauen. Und nicht so wie ich das. Fuck, ich hab doch was gespoilert. Auf jeden Fall war ich dort echt überrascht, dass das der Schauspieler von dem ersten Teil ist. Weil von den anderen weiß ich nicht. Allerdings ist mir auch gefallen, dass. Ich glaube, einige Synchronationen wurden geändert. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Und ich frage mich, wie der Film so in Englisch sich anhört. Weil ich habe den mir in Dolby Atmos angehört und der war echt nicht schlecht. Und sogar einer meiner Lieblingslieder von Insidious kam darin vor. Falls ihr wisst, welchen ich meine. Ne? Den klassischen, kam der im ersten Teil? Ja, der kam im ersten Teil. Ne? So wie bei Madison kam auch ein Lied von ihm. Und was war noch praktisch? Effekte, Soundtrack. Das, was mir nee, ach, die, ja, die Jumpscares. Die Jumpscares fand ich auch gut. Ich konnte mich darauf fokussieren und ich habe mich, okay, zweimal habe ich mich erschreckt von mir selbst. Wegen den Szenen und einmal wegen der Teenagerin hinter mir, welche geschrien hat. Und was war da noch? Ja, von den Jumpscares kann ich eigentlich. War nicht vorhersehbar. Einige war vorhersehbar. Von der Geschichte auch her. Allerdings haben die das gut gemeistert. Das Negative, ich habe ja am Anfang gesagt, dass mich irgendwas gestört hat beim Film und ich weiß nicht, was mich gestört hat beim Film.
Kann das sein, dass das von einem anderen Menschen dann gemacht wurde? Ich weiß es nicht zu 100%. Allerdings möchte ich jetzt auch nicht Patrick Wilson schlecht machen, weil er macht ja auch jetzt Conjuring 4, ne? 4, ne? Ja. Ich habe nicht mal Teil 3. Ich habe Conjuring 1, 2. Dann habe ich Annabelle 1 bis 3. Dann La Llorona's Fluch und The Nun kommt Dezember raus. 2. Sind dann 2. Und Negatives. Was hatte ich negativ? Weiß nicht. Mir fällt nichts ein. Ich war auf den Film so konzentriert und ich habe mich echt auf den Film gefreut. Und eigentlich, was ich sagen kann, der Film sollte eigentlich Oktober erscheinen. Und ich weiß nicht, weshalb das jetzt früher gekommen ist. Ich habe mit einem Brando darüber geredet und er meinte halt, dass wenn halt viele Filme, beziehungsweise so wie bei Spielen, da nenne ich immer das Beispiel von Army of Two, The Devil Cartel. Und zwar ist das Spiel 2012 erschienen und da ist auch Crysis erschienen, da ist ein Dead Space Spiel erschienen, Battlefield, Call of Duty, also alle halt diese Spiele. Und ist ja klar, dass halt einige Spiele, beziehungsweise Filme, Serien dann untergehen, weil halt die Masse was anderes sich anguckt. Ne? Sonst kann ich euch eigentlich kaum Negatives sagen. Ich fand den Film gut. Er ist nicht mein Lieblingshorrorfilm von diesem Jahr. Bin mal gespannt, welche noch kommen sollen. Diesen Monat, oder war das nächsten Monat, soll ja Talk on Me oder Talk to Me erscheinen. Von dem Film wusste ich gar nichts. Und auf Sky gibt es zurzeit Bodies, Bodies, Bodies. Den Film wollte ich auch im Kino sehen, allerdings hatte keiner Lust und deshalb bin ich nicht im Kino gegangen. Ich gucke nochmal bei meiner Liste. Ah, bei den Trailers, genau. Ich habe mir die Trailers vorher angeguckt, vor dem Video, weil ich schaue mir jetzt lieber die Trailers vor dem Video an. Wenn ich ein Video mache, gucke ich mir vorher die Trailers an. Genau. Und ja, bei den Trailers gibt es einige Szenen, die welche es nicht im Film geschafft haben. Entweder habe ich nicht aufgepasst oder die haben wirklich nicht im Film gepasst. Mehr reingepasst. Oder die haben das in den endfallenden Szenen reingetan. Nun ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es kommt kein neuer Insidious-Film raus. Keine weiteren heimtückischen Filme von Insidious. Ich bin gespannt auf die Extras, die welche erscheinen, weil ich gucke mir auch die Extras an. In den meisten Filmen, so wie auch bei Insidious 1, Chapter 1 bis 4, 4. Und ja, was ich auch noch zeigen kann, hier, den ersten Insidious habe ich. Den zweiten in so einer schönen Schuba. Und Chapter 3. Und das habe ich von Friendo bekommen, alle vier Filme, weil ich The Last Kay nicht habe. Ich hätte mir den vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren bei Andre kaufen können und ich Trottel habe es nicht gemacht. Nun ja, was ich auch noch sagen kann zu Insidious The Red Door, und zwar der Film, das war ja bei einigen Filmen von denen, ich glaube bei Teil 2, Chapter 2, dass das so ein Gesamtpaket wird und dass das so ein guter Abschluss wird. Und das fand ich echt gut bei dem Film und ich bin ja positiv überrascht. Ich habe mir natürlich keine Trailers vorher angeguckt oder ich habe leider nur kurz den TV-Spot gehört und den Trailer im Kino, aber naja, jedoch kann man da nichts machen. Ne? Gut. Das war meine Meinung zu Insidious The Red Door. Wenn ihr euch den Film angucken wollt, natürlich nur im Kino und schaut ihn euch unbedingt in Dolby Atmos an. Die nächsten Filme, die werde ich mir angucken. Also ich wollte mir eigentlich letzte Woche Indiana Jones, das Rad des Schicksals angucken. Und nächste Woche kommt Mission Impossible. Habe ich hier auch. Von Friendo habe ich hier ausgeliehen. Kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Alle sechs Filme. Fand ich nicht schlecht. Ich glaube, den sechsten habe ich mir gar nicht angeguckt, Fallout. Nun ja, Mission Impossible, dann kommt Indiana Jones, dann kommt Oppenheimer und Barbie.
Ich wollte mir noch Elemental angucken, allerdings glaube ich, lasse es diesen Monat und diesen Monat läuft er bestimmt nicht mehr. Ja, Money, Money, ne? Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Horror-Genre und bin gespannt, was ich auch noch. Scheiße, ich habe noch was vergessen. Und zwar, aufpassen, von Insidious 1 bis Chapter 1 bis 3 haben, also James Wan war mehr der Produzent, war mehr im Regie und lief When Hell hat mehr das Drehbuch, hat die Drehbücher geschrieben. Ja, das war es eigentlich, ne? Und ich hab mir die Extras angeguckt von allen drei Filmen und ich glaube bei Teil 3 hat sogar Leaf, When Hell alles gemacht, außer natürlich Produzent hat halt James Wan dann gemacht. Und was ich halt cool fand, James Wan hat dann immer Tipps gegeben und hat da eigentlich mitgewirkt, naja, mitgewirkt hat er sowieso. Und das finde ich cool, dass halt Produzenten nicht nur so Geld geben, sondern auch dabei sind und helfen oder irgendetwas. Sich angucken und dort Tipps geben und Tipps geben. Ja, okay, das war jetzt meine Meinung zu Insidious the Red Door. Falls das mit diesen Frames, weshalb das auch so ist, weitergeht, sollte ich mal schauen, was mit dem Smartphone ist. Ja, das war es auf jeden Fall mit meiner Meinung von Insidious the Red Door. Schaut ihn euch im Kino an. Schaut nicht die Trailer vorher an. Die spoilern zu viel und ja. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker. Ich nehme gleich noch vier Folgen Dying Light, The Following and Enhanced Edition. Oder wie ich das sage, die Verfolgung des sterbenden Lichts. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker.